Onkel Vanja, allein der Name weckt doch schon Bilder in uns, oder? Wir denken an Russland. Wir denken an diese langen, düsteren Tage. Wir denken an Figuren, gefangen in ihrem Leben, die sich nach etwas mehr sehnen. Das ist doch der Tschechow, den wir kennen, oder? Nun, macht euch bereit für eine kleine Überraschung. Das Theater in der Josefstadt, bekannt für seine klassischen Inszenierungen, hat sich entschieden, die Dinge etwas aufzuwirbeln. Regisseurin Amelie Niermeyer hat sich dieses beliebte Stück vorgenommen und ihm ein modernes Makeover verpasst. Schluss mit Samovaren und verstaubten Salons. Stattdessen werden wir in eine Welt gestoßen, die unserer eigenen sehr ähnlich sieht. Stellt euch schicke, minimalistische Möbel vor und die Art von Kleidung, die man heute auf der Straße sieht. Ein mutiger Schritt, gewiss. Aber ist es einer, der sich auszahlt? Lasst uns eintauchen und es herausfinden. Eines der auffälligsten Dinge an dieser Inszenierung ist ihre Unmittelbarkeit. Die Art und Weise, wie die Schauspieler ihre Rollen verkörpern, zieht das Publikum sofort in die Handlung hinein. Indem Niermeyer die historischen Bezüge entfernt, zwingt sie uns, uns mit den Figuren und ihren Problemen direkt auseinanderzusetzen. Es gibt keine Barriere der Zeit, die uns von ihren Emotionen trennt. Wir betrachten sie nicht mehr durch die Linse der Geschichte. Stattdessen sehen wir sie als Menschen, die in unserer eigenen Welt leben könnten. Sie sind hier, sie sind jetzt und ihre Kämpfe fühlen sich unglaublich real an. Die Intensität ihrer Emotionen ist greifbar und zieht uns in ihren Bann. Die Verwendung moderner Sprache trägt ebenfalls zu diesem Gefühl der Unmittelbarkeit bei. Die Dialoge sind nicht nur verständlich, sondern auch lebendig und dynamisch. Die Figuren sprechen auf eine Weise, die natürlich und vertraut ist. Es ist, als ob wir einem Gespräch zwischen Freunden lauschen. Das ist nicht der Tschechow eures Großvaters, mit langen, ausgedehnten Reden voller existenzieller Angst. Stattdessen erleben wir kurze, prägnante Dialoge, die direkt ins Herz treffen. Die Dialoge sind scharf, sie sind witzig und oft auch emotional. Sie spiegeln die Komplexität des modernen Lebens wider. Aber nicht nur die Sprache wurde aktualisiert. Auch die Themen des Stücks wurden modernisiert, um eine tiefere Verbindung zum heutigen Publikum herzustellen. Das Stück greift auch einige sehr aktuelle Themen auf. Klimawandel, schon mal gehört? Diese Themen sind nicht nur relevant, sondern auch dringend. Die Figuren setzen sich mit dem Zustand der Welt auseinander, genau wie wir. Ihre Sorgen und Ängste sind unsere eigenen. Es ist eine subtile, aber effektive Art zu zeigen, dass, obwohl das Stück vor über einem Jahrhundert geschrieben wurde, seine Themen auch heute noch aktuell sind. Diese Inszenierung beweist, dass die menschliche Erfahrung zeitlos ist und dass die Kunst uns immer wieder neue Perspektiven auf unsere eigene Realität bieten kann. Wie zu erwarten war, hat diese moderne Interpretation von Onkel Vanja unter Theaterkritikern eine ziemliche Debatte ausgelöst. Einige haben sie mit offenen Armen aufgenommen und Niermeyers kühne Vision und ihre Fähigkeit gelobt, Tschechow frisch und relevant für ein Publikum des 21. Jahrhunderts erscheinen zu lassen. Andere wiederum waren weniger begeistert. Sie argumentieren, dass Niermeyer durch die Aktualisierung des Settings und der Sprache dem Stück etwas von seiner essentiellen tschechowschen Atmosphäre genommen hat. Wo ist die Melancholie? Das Gefühl der Sehnsucht und der unerfüllten Träume? Hat das Stück in dieser modernen Übersetzung seine Seele verloren?
Eine berechtigte Frage, die sich jeder Zuschauer selbst beantworten muss. Es ist keine Frage, dass diese Inszenierung ein Bruch mit der Tradition ist. Aber ist das unbedingt etwas Schlechtes? Vielleicht ist ein kleiner Ruck genau das, was wir brauchen, um die Zeitlosigkeit von Tschechows Werk wirklich zu schätzen. Vierter Akt. Die zeitlose Qual des Menschseins. Im Kern ist Onkel Vanya ein Stück über Sehnsucht, über Enttäuschung, über das Gefühl, in der Tretmühle festzustecken. Es ist ein Spiegel unserer eigenen Kämpfe. Das sind universelle Themen, die Zeit und Raum transzendieren. Jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, ob wir nun im Russland des 19. Jahrhunderts oder im Wien des 21. Jahrhunderts leben, wir alle wissen, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu leben, die uns oft nicht versteht. Das Gefühl zu haben, unser Potenzial nicht auszuschöpfen und ständig nach mehr zu streben, sich nach etwas mehr zu sehnen. Diese Sehnsucht ist tief in uns verwurzelt. Niemeyers Inszenierung schreckt vor diesen düsteren Gefühlen nicht zurück. Sie bringt sie ans Licht. Vielmehr scheint die moderne Kulisse sie noch zu verstärken. Die Kontraste zwischen alt und neu, indem sie diese Figuren in eine Welt stellt, die uns vertraut ist und doch fremd erscheint, lässt sie ihre Kämpfe noch roher, unmittelbarer und letztlich nachvollziehbarer erscheinen. Wir sehen uns selbst in ihnen und fühlen ihre Schmerzen, als wären es unsere eigenen. Obwohl das Stück also in moderne Kleidung gekleidet ist, bleibt sein Herz das gleiche. Es spricht zu uns auf eine Weise, die zeitlos ist, bleibt sein Herz das gleiche. Es ist ein Stück über die Conditio Humana, über die Essenz dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Es ist ein Stück über die Conditio Humana, über die Suche nach Sinn und Verbindung in einer Welt, über die Suche nach Sinn und Verbindung in einer Welt, die sich oft chaotisch und teilnahmslos anfühlt. Diese Suche ist endlos, die sich oft chaotisch und teilnahmslos anfühlt. Doch in dieser Suche finden wir auch Hoffnung und Menschlichkeit. Fünfter Akt. Vorhang, Standing Ovations für die Schauspieler und für Tschechow. Kommen wir nun zu den Leistungen, denn seien wir ehrlich, ein Stück kann durch seine Schauspieler leben oder sterben. Die Schauspieler sind das Herz und die Seele jeder Produktion. Und ihre Darbietungen können das Publikum in eine andere Welt entführen. Und in dieser Produktion wächst die Besetzung wirklich über sich hinaus. Jeder Schauspieler bringt eine einzigartige Energie und Tiefe in seine Rolle ein, die das Stück zum Leben erweckt. Sie bringen eine Rohheit und Verletzlichkeit in ihre Rollen ein, die sowohl fesselnd als auch herzzerreißend ist. Diese Emotionen sind nicht nur gespielt. Sie sind echt und greifbar, was das Publikum tief berührt. Man fühlt mit Vanya gefangen in seiner eigenen Bitterkeit und Reue. Seine innere Zerrissenheit und sein Kampf mit sich selbst sind meisterhaft dargestellt. Man leidet mit Sonja, deren stille Verzweiflung spürbar ist. Ihre stille Stärke und ihr unerschütterlicher Glaube an die Zukunft sind inspirierend. Und man kann nicht anders, als sich von Jelena angezogen zu fühlen, deren Schönheit eine Maske für ihr eigenes tiefes Unglück ist. Ihre komplexe Persönlichkeit und ihre inneren Konflikte machen sie zu einer faszinierenden Figur. Das sind Figuren, die einem noch lange nach dem Fall des Vorhangs in Erinnerung bleiben. Ihre Geschichten und Emotionen hallen nach und lassen das Publikum nachdenklich zurück. Ist dem Theater in der Josefstadt also sein Wagnis gelungen? Hat diese Inszenierung die Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen? Ist es diesem modernen Onkel Vanya gelungen, die Essenz von Tschechows Meisterwerk einzufangen und es gleichzeitig relevant für ein zeitgenössisches Publikum erscheinen zu lassen?
Hat es die zeitlose Qualität des Originals bewahrt und gleichzeitig neue Perspektiven eröffnet? Die Antwort ist, wie so oft im Leben, kompliziert. Es gibt keine einfache Antwort, denn Kunst ist subjektiv und jeder Zuschauer wird seine eigene Meinung haben. Es ist eine Inszenierung, die Sie herausfordern, provozieren und vielleicht sogar manchmal frustrieren wird. Aber genau das macht sie so besonders und unvergesslich. Aber sie wird Ihnen auch in Erinnerung bleiben. Die starken Emotionen und die tiefgründigen Themen werden Sie noch lange beschäftigen. Und ist das nicht das Kennzeichen wirklich großen Theaters?